sind drei Dinge, die man sich merken muss. Also Stern, Unterstrich und Welle. Und mit diesen drei Dingen habt ihr aber einen irren Erfolg, weil das WhatsApp gleich ganz anders ausschaut. Und weil man in einem Text, wenn man mal irgendeine Absage machen muss oder verschiebe Termin oder so irgendwas, ihr wisst, jeder tut das einmal, dann kann man mit diesen drei Tools relativ schön das WhatsApp gestalten und derjenige, der es liest, übersieht es nicht. Wie schaut es bei euch aus? Elias Scherding, alles gut? Also ich habe die Hybrid schon gemacht, wo es die Hybrid noch gar nicht gegeben hat eigentlich. Also das Wort Hybrid ist ja erst nachher entstanden, ja, von der großen Community. Weil ich gesagt habe, wenn jemand jetzt krank ist oder schwach ist, dann kann er ja trotzdem mit dabei sein in der Gruppe. Also wir sind ja eine große Familie, die nicht nur lernt, sondern wir fahren auch miteinander auf Urlaub. Wir haben auch einen monatlichen Stammtisch, wo sich sehr viele treffen. Wir machen auch Ausflüge manchmal miteinander. Also es ist wirklich eigentlich eine schöne Familie geworden. Die sind jetzt so gelagert, dass sie hybrid und da sind. Das heißt, der Kursteilnehmer kann die Gruppe, 8 Leute, die können entscheiden, ob sie zu Hause bleiben oder nicht. Naja, ich würde sagen, der Unterschied ist, dass wenn man über Zoom dabei ist, nicht persönlich anwesend ist. Und in der Gruppe, wenn alle so wie wir jetzt hier zusammensitzen, dann ist die Persönlichkeit anders. Ich habe das mit dem Zoom noch nicht gemacht. Also das ist für mich jetzt ein Neuland, dass wir das mehr nützen sollten, diese Möglichkeit, dass man also nicht immer persönlich anwesend ist und trotzdem den Kontakt mit einer Gruppe oder eben eine Schulung dann machen kann. Also ich meine, meine Freundinnen können zwar E-Mailen und telefonieren mit Handy, aber ich glaube, Webinare oder so eine Gruppenschulung oder eine Gruppendiskussion, glaube ich, das kann ich schon nicht. Und da sind wir vielleicht privilegiert, weil wir das gefunden haben. Hier auf der Praterstraße. iPhone hat die Einstellungen rechts unten. Android hat rechts oben 3 Punkte. Und mehr. Na, du bist in einem Chat drinnen, aus dem Chat raus. Wo bist du da jetzt? Da habe ich Speichernutzung. Wenn ich im Seminar hier etwas nicht so gut verstanden habe, habe ich die Möglichkeit, über diese Webinare zu Hause das zu wiederholen und das Wissen zu festigen. Ich habe 16 Gruppen im Monat, die zu mir kommen für Weiterbildung. Wir haben auch sehr, sehr viel Fotobearbeitungskurse früher gehabt, Word, Excel, das hat sich alles ein bisschen gegeben. Es ist halt mehr auf diese Smartphone-Technologie. Das heißt, ich habe natürlich auch einen riesen Freundeskreis dadurch gewonnen und wir sind auch natürlich auch sehr gut befreundet mittlerweile, weil die Gruppen seit 10 Jahren ja miteinander leben. Also wir arbeiten nicht nur miteinander, sondern wir tauschen natürlich auch ein bisschen unsere Schicksale aus und unsere Erlebnisse. Das ist mein Hauptgeschäft und dann, dazu habe ich dann noch monatlich normalerweise Smartphone-Kurse, das heißt die ganz jungen Anfänger, also die jungen alten Anfänger besser gesagt, die sich dann noch im Alter zum Smartphone bewegen wollen. Das sind dann die Anfängerkurse, die wir einmal im Monat führen, die 6 Tage dauern und die halt die Leute von 0 auf 100 bringen. Erstens hat sie das Wissen, das Absolute. Zweitens kann sie Regie führen. Und drittens vergisst sie den einzelnen Menschen nicht. Und diese drei hervorragenden Punkte zu haben, ja, ist wirklich generös. Danke. Die Webinare werden nie das erreichen, was man erreicht, wenn man in einem Kursraum sitzt. Aber ich finde, es ist ein schöner Zusatz. Meine Leute begleite ich jetzt seit 15 Jahren. Das heißt, wir werden seit 15 Jahren jetzt immer älter miteinander. Und es gibt ja Leute, die jetzt schon über 90 sind und natürlich jetzt sich schon schwer tun, mit den Öffis herzukommen.
mit dem Auto geht es bei uns nicht mehr. Wien ist halt vom Auto her schwierig geworden. Ein Notebook oder ein Laptop zu tragen ist manchmal auch schon schwierig, wenn man halt ein bisschen älter ist. Warum sollen die Leute jetzt die Kurse missen oder warum sollen die nicht mehr dabei sein dürfen? Also du kannst gern bei uns eine Hüftoperation haben, du versäumst nichts. Ja, weil du bleibst halt online dabei. Und wenn du auf Reha bist, dann schaltest halt auf Reha ein. Also es ist praktisch, man fällt nicht 2 Monate aus, man ist halt einmal online dabei und freut sich dann wieder, wenn man den dritten Termin wieder persönlich bei uns erscheint. Also die Kombination, glaube ich, macht es aus.